Und da sind wir wieder beim Table Tennis Gamer und Lufia 2 und mit den letzten Augenblicken dieses Spiels. Ich muss dich behandeln. Das wird mich schon nicht umbringen. Athea, willst du nun nach Tanbel gehen, Dupla? Tanbel? Dort lebt Guy. Ich habe ihm versprochen, nach der Schlacht seine Party zu besuchen. Kann ich denn mitkommen? Aber natürlich. Also die beiden wollen zu Guys Party gehen. Da immer noch die beiden Seelen von Maxim und Selan schweben über die Weltkarte dahin. Ja. Und ich laber jetzt auch nicht so viel. Wir gucken uns das jetzt mal ein bisschen in Ruhe an, da, was da passiert. Hey, Leana, Jesse, ich bin zurück. Ich bin zurück. Weißt du, welche schreckliche Sorgen ich mir gemacht habe, als die Insel sank? Tut mir leid, Jesse. Was ist mit dir los? So demütig kenne ich dich gar nicht. Bruder, was ist mit Maxim und Selan? Ja, richtig, wir wollten nach dem Kampf ein großes Fest feiern. Alle werden dabei sein. Na klar, Maxim, Selan, Athea, Deka und Lexis werden wohl auch kommen. Abgefahren, das klingt ja nach einem rauschenden Fest. Hoffentlich hat das Hotel genügend Plätze. Wenn nicht, können sie in den Häusern der anderen Leute übernachten. Alle Türen stehen weit offen. Die Kräfte des Bösen sind auf der Insel nicht mehr zu spüren. Das ist dein Werk, Maxim. Maxim hat daraus besiegt. Kein anderer Krieger kann sich mit ihm messen. Logo, er ist der zweitstärkste Kämpfer der Welt. Zweiter? Und wer ist deiner Meinung nach der Stärkste? Na, was glaubst du denn? Ich natürlich. Hihihi. Na klar, glaubst du, Maxim wird in dieses Schloss kommen? Aber sicher, er muss. Unser Duell steht doch noch aus. Ich kann ihn kaum erwarten. Die Todesinsel hat den Kurs geändert und fällt nicht auf Pandoria. Hurra! Aha. Die Insel scheint auf Westland abzustürzen. Westland? Ja. Wo genau in Westland? In das Meer, nahe bei einer Stadt namens Alsa. Ich muss nach Westland. Aber erst geht's nach Tanbel. Dort steigt eine riesige Party. Woher weißt du das? Ich weiß alles. Das Schiff ist bereit zum Ablegen. So fröhlich habe ich euch schon lange nicht mehr gesehen. Was ist los, Tia? Was? Ach, nichts, es ist nichts. Weinst du, Tia? Ja, etwas. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geweint. Und jetzt plötzlich. Bist du traurig? Du siehst so niedergeschlagen aus. Ich weiß auch nicht. Ich kann meine Tränen einfach nicht mehr zurückhalten. Weine nur, wenn dir danach ist. Es tut gut, sich mal richtig auszuweinen. Wenn es dir so richtig dreckig geht, ist dies das beste Mittel. Morgen sieht alles anders aus. Du hast recht.
Mama. Mein kleiner Eros, was ist denn? Mama. Träumst du von deiner Mutter? Keine Angst, sie kommt bald wieder. Deine Eltern haben die Welt gerettet. Mama. Lächelst du? Sie werden bald wieder nach Hause kommen, Eros. Und da ist er jetzt, der Abspann des ganzen Spiels. Ja. Jetzt vielleicht noch was zu diesem Let's Play. Also, wir haben für das ganze Let's Play 100 Parts insgesamt gebraucht. Das hier ist der 100. Part. Ja, die Ahnenhöhle, wie gesagt, werde ich in der nächsten Zeit, denke ich, nebenbei als kleines Nebenprojekt noch machen. Als separaten Teil dann. Das wird dann irgendwie so ähnlich so Let's Play Lufia 2 Ahnenhöhle heißen oder so. Mein nächstes Projekt ist, oder wird, besser gesagt, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das ganz normale, was ich auch ein absolut klasse Spiel finde, ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele auch. Und ich weiß, das haben schon sehr viele Let's Plays, sehr viele gute Let's Player haben das schon gemacht. Aber ich möchte es euch trotzdem zeigen, weil es, wie gesagt, auch eins meiner Lieblingsspiele ist. Und das wird es dann demnächst von mir geben. Die Paper Mario Serie werde ich auch weiterführen. Da weiß ich aber noch nicht, wann genau ich damit jetzt weitermache, mit wie vielen Videos. Weil Paper Mario ist auch wieder so ein Spiel, wo man eigentlich relativ viel kämpfen muss. Obwohl, ich glaube, bei dem Teil geht's noch. Aber da werde ich mal sehen, wann ich das weitermache. Ja, und dann möchte ich mich natürlich bei allen bedanken, die zugeschaut haben, bei allen Abonnenten und. Also danke Leute fürs Zuschauen, fürs Ansehen dieses Let's Plays. Und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Teilen dann bei meinen nächsten Projekten auch wieder. Ja, und jetzt genießt man noch ein bisschen den Abspann, bis die Zeit hier zu Ende ist. Also, viel Spaß beim Abspannen. Also Leute, die Zeit ist zu Ende und dann würde ich sagen, das war's von Let's Play Lufia 2, euer TT-Gamer.